Heute werde ich Ihnen über das giftigste Metall der Erde erzählen, über Thallium. Im Periodensystem der Elemente liegt Thallium am unteren Ende der Gruppe 13 und hat die Ordnungszahl 81. Beginnen wir mit einem kleinen Stück der Geschichte. Thallium wurde erstmals im Jahr 1861 von einem englischen Wissenschaftler William Crookes und auch gleichzeitig von einem französischen Chemiker Claude-Auguste Lemy entdeckt. Es wurde dank der grünen Farbe der Flammen entdeckt, was Verbindungen dieses Metalls geben würde. Thallium wurde entdeckt, als Wissenschaftler bleihaltige Gesteine untersuchten. Heutzutage wird es meist aus sulfidischen Schwermetallen wie Krokesit und Gizionit gewonnen. Ich habe für mein Experiment recht alte Thalliumstücke, die bereits 1970 hergestellt wurden. Seitdem sind sie stark oxidiert und mit dunklem Thalliumoxid überzogen. Um Thallium vor Oxidation zu schützen, wird es normalerweise in Glycerin gelagert. Machen Sie sich keine Sorgen, wir haben alle notwendigen Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Versuchen Sie dies nicht zu Hause. Um die glänzliche Oberfläche von metallischem Thallium zu sehen, habe ich mein Stück Thallium in konzentrierte Salpetersäure getaucht, wo es sich langsam aufzulösen begann und Nitride dieses Metall bildete. Die Oxide von Thallium sind weggewaschen, das Metall sieht glänzend mit bläulichen Schattierungen aus. Ohne seine Oxide kann dieses Metall leicht mit Zinn oder anderen unbedenklichen Metallen verwechselt werden, weshalb Thallium ziemlich tückisch ist. Es kann leicht eingeschmolzen werden, da sein Schmelzpunkt nur 304 Grad beträgt. Geschmolzenes Thallium oxidiert sehr schnell, wenn es an der Luft ausgesetzt wird und eine dunkle Thalliumoxidschicht bildet. Damit unterscheidet es sich von anderen Metallen der Gruppe 13. So nimmt die chemische Reaktivität von Metallen, die von Aluminium ausgehen und mit Indium enden, stetig ab. Indium oxidiert nicht einmal, wenn es an Luft ausgesetzt wird und bleibt glänzend. Thallium hingegen ist reaktionsfreudiger und hat nicht nur die Oxidationsstufe plus 3 der im Periodensystem höher stehenden Metalle, sondern auch eine plus 1 Oxidationsstufe, was recht ungewöhnlich ist. Thallium wurde nach seiner Entdeckung einige Zeit lang als Alkalimetall betrachtet. Wenn ein oxidierter Tropfen Thallium in Salpetersäure getaucht wird, löst sich die Oxidschicht sofort auf, nachdem die glänzende Oberfläche dieses Metalls zu sehen ist. Die Festigkeit von Thallium ist ähnlich wie die von Blei. Es ist auch recht weich und lässt sich kaum verdrehen. Wir hatten auch Thalliumnitrat, das wir für ein paar Experimente in unserem Labor verwenden konnten. Übrigens sind Thalliumverbindungen die giftigsten unter allen Metallen, denn das giftige Arsen zum Beispiel gehört zur Klasse der Metalliode. Aber über die Toxizität sprechen wir später noch ein wenig. Nachdem ich alle Ängste abgelegt und die Haube auf maximale Absaugung gestellt hatte, setzte ich mein Experiment mit diesem Element fort. Thalliumnitrat löst sich nicht gut in Wasser und sieht aus wie weiße Kristalle. Thalliumverbindungen, genauer gesagt Thalliumsulfat, waren bis 1972 als Rattengift weit verbreitet. Aber später wurde diese Praxis aufgegeben, weil sie zu giftig ist. Und es wurde klar, dass Thalliumsulfat auch für Menschen giftig ist. Wenn Sie Kaliumjodid zur Thalliumnitratlösung hinzufügen, bildet sich ein schöner gelber Thalliumjodid-Sediment. Trotz der Tatsache, dass diese Chemikalie giftig ist, hat sie ein paar Anwendungen. Zum einen wird es in Halogen-Metalldampflampen verwendet, die durch Thalliumionen beim Aufheizen schön grün leuchten. Die zweite Anwendung ist das Mischen von Thalliumjodid mit Thalliumbromid, um optische Kristalle herzustellen, durch die Infrarotlicht perfekt hindurchgehen oder gebrochen werden kann. Eine weitere ungewöhnliche Eigenschaft von Thallium ist, dass seine Chloride in Wasser unlöslich sind, wie Silberchloride. Solche Thalliumverbindungen werden auch in der Optik und in Lasergeräten verwendet. Es ist schon erstaunlich, dass ein so giftiges Metall wie Thallium so viele Anwendungen hat, oder? Vor dem technischen Zeitalter wurde dieses Metall meist als Gift verwendet, da alle Thalliumverbindungen geschmacksneutral sind. Thallium wurde früher auch als Gift der Giftmischer bezeichnet. Sie, die Sie sich das Video ansehen, missbrauchen Sie nicht das Wissen, das Sie erhalten haben, okay? Ich sage das nur, um auf der sicheren Seite zu sein. Die Wissenschaftler von heute reden nicht um den heißen Brei herum und setzen das, was früher nur Gift war, für Güter ein. Zum Beispiel wurde vor nicht allzu langer Zeit entdeckt, dass man aus Thallium, Kupfer, Calcium und Bariumoxiden eine hochtemperaturbeständige, hochleitfähige Keramik herstellen kann,
die bei negativen 148 Grad Celsius supraleitend wird. Heutzutage wird Thallium sogar in der Medizin eingesetzt. Zum Beispiel wird das Isotop Thallium-201 in der Szintigraphie verwendet, die zweidimensionale Bilder von Organen liefert. Thallium wird verwendet, um Bilder des Herzens zu erhalten. Zusammenfassend können wir sagen, dass sich die Welt verändert und was früher als Gift verwendet wurde, kann heute zur Behandlung von Krankheiten und auch zur Beleuchtung der Straßen verwendet werden. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, geben Sie mir einen Daumen nach oben und abonnieren Sie meinen Kanal, um mehr neue und interessante Dinge zu erfahren.